gesucht hat. Handy würde ich nicht. Ey. Sehr gut. So. Auf ins Fäulebecken. Vorhin ist fett, okay. Oh nein. Die schlimmste Ecke, die man hier so finden kann, ey. Nicht gut. Dann lieber heilen. Scheiße. Obwohl, naja, komm. Oh oh. Ach du Scheiße. Hi. Schwert. Wir folgen die nächste Folge.
Dunkle Schmiedestein Level 9. Gibt mir zu denken, dass ich hier gar nicht hingehöre. Dann wird der Boss nicht einfacher sein. Irgendwas ist hier versteht. Komm ich mal wieder runter? Hallo? Hallo? Ah, hier. Eine Leiter für Blinde. Naja, gibt schöne Ausblicke. Okay. Warte mal. Na gut. Oh, schade. Hopp, hopp. Hat die Frage jetzt da drüben noch was? Ich glaube nicht. Okay, da ist nichts. Ah. Hi, Shadow. Sag ich schon zu Ende? Glaube ich nicht, ne? Wagt es nicht, ja ne, spring ich definitiv nicht runter. Ole, ole. So, wo ist jetzt hier weiter? Runter? Nee. Die Geschichte. Goldene Runde. Ich muss hier runterkommen. Ne? Deswegen Glückwunsch, wie das denn? Ah, oh. Geht, geht. Ihr Hund. Ne, den Sprung versuche ich gar nicht erst. Ach du Scheiße, das läuft nie alles rum. Das ist aber ein Item, oder so weiß ich es einfach mal. Ich weiß nämlich, dass ich hier links hin muss. Und in einen Sarg steigen muss. Genau. Machen wir es mal. Mal, was funktioniert mit Einstellung. Yeah, yeah. Haha. Tja.
Funktioniert. So, geht's jetzt hier weiter. Ich glaube, ich lande nämlich gleich wieder beim Boss. Immer die Fäule. Immer überall gucken bei dem Spiel. Okay. Oh ja, da ist ein Boss. Und diesen Wiederbelebungspunkt, das ist natürlich sehr schön. Ich glaube, ich werde jetzt klaglos verrecken mit 4 Heilungsflaschen. Egal. Einmal reinschauen. Ach du Kacke, nicht der. Pfui, bin ich erschrocken. Okay, ich kann bestimmt kämpfen, natürlich. Ist der groß. Und ist der hässlich. Alter. Was bist du für ein Vieh? Oh nein. Dein Clown, ich geh mal dein. Oh, boah. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Sagen, ich lebe noch. Nicht mehr. Ob ich hier schon sein sollte? Ich versuche es nochmal mit der Waffe. Nahkampf suchen, Glück voraus. Ja, Nahkampf. Sagen wir was Leichteres. Oh nein. Ich sollte den halt merken. Den Schuss sollte ich mir merken. Das Piraten kommt mir nicht entgegen. Nein, oder nicht? Mal der Todesstrahl hier. Wow. Der Dragon Ball Schwanz oder? Kriegen wir ihn in deinen Mund. Okay, schlechte Idee. Ich glaube, mit dem großen Schwert habe ich mehr Chancen. Hau ab! Was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Das ist ein AOE, das hieß. Heilt es sich?
Ich nehme das Großschwert. Das große Großschwert. Mikro, danke. Das ist doch gleich da. Mal gucken, ob ich damit ein bisschen mehr was ausrichten kann. Ich habe das Gefühl, dass dagegen. Nein, ich habe es schon wieder verkackt. Immer das gleiche. Ich glaube, Feuer kann ich nichts anhaben. Danke. Au. Vielleicht bin ich damit zu langsam. Scheiße. Ich weiß nicht, ob ich damit. Ja, danke. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mit der schnellen Waffe das zu machen oder mit der langsamen Waffe, die mehr Fläche erwischt, sodass ich halt ihn eher erwische. Das ist halt die Frage. Geht durch. Nein. Okay, das ging aber komplett schief. Ich versuche gerade die Waffe 2 nicht zu führen. Damit macht sie mehr Schaden, aber ich habe kein Schild. Der ist einfach zu groß. Oh nein. Alter. Ich den nicht treffe. Ja, klar. Alter, du bist ein Affe. Und schon wieder. Ich brauche das Schild. Ah, Gottes Willen, das Schild. Ja, ich krieg mal schon mit mir selber in der Hinsicht. Das ist jetzt so ein typischer From Souls Boss. Oder davor schießt nichts. Scheiße, wie soll ich das machen? Und jetzt überlegen muss, was ist die Taktik, was macht er für Angriffe. Ja, das weiß ich. Das glaube ich auch. Habe ich früher auch anfangs gewusst. Jetzt weiß ich gar nichts mehr über Ark. Bin da komplett raus irgendwie. Wurde mir alles zu psychedelic da mit den ganzen Tech-Sachen. Autsch!
hoffe ja, dass die Hunde ihn gerade ablenken. Oh, nö, die Wölfe. Yes. Ah, dieser Angriff kommt doch nicht durch. Ja, dann läuft es nicht, das ist ja Jahre her. Ich sag mal, das erste Jahr, wo so Ark rauskam, so das erste halbe Jahr für PS4, war ich hier mit Asari und Cloud ständig unterwegs. Muss man bei meinem YouTube das einfach mal reingucken. Ganz, ganz, ganz alte Videos, 3, 4 Jahre her, da haben wir immer gespielt, als es noch gar nicht Nitrado die Server gab. Sari kenne ich ja seit ewig lange. War ja auch schon mal hier zu Besuch und alles, deswegen kennen wir uns ja eigentlich auch echt gut. Und das hat sich alles verlaufen ein bisschen, weil ich mich mit Cloud verkracht hatte und so, aber gut. Und dann kam das Kind, deswegen haben wir ja nicht mehr aufgenommen und jetzt bin ich wieder so gesehen am Stream wenigstens. Abends. Und mal wieder in Kontakt mit Sari. Und Konzentration. Nur gerade gemeint, ich soll Bescheid sagen, dass ich auf dem Server auch aufkommen und so. Aber mir fehlt noch gerade die Motivation stark. Beziehungsweise habe ich noch ein bisschen was anderes hier zu spielen. Oh Gott. Hallo? Nein. Du siehst ihn einfach nicht. Es gibt 100%ig die Schwachstelle. Böllern die rum. Ach, danke. Ja, ich bin ja nicht mehr wirklich aktiv drin. Ich weiß ausschließlich, ob ich über Twitch oder YouTube streame. Weil bei YouTube halt noch irgendwie welche Alten mal zugeschaut haben. Bei Twitch noch gar nicht. Aber jetzt bleibe ich einfach bei Twitch, weil YouTube ist. Naja, halt. Oh, Gottes Willen. Hier sind wir wieder tot. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich aber eine Idee. Ich hole mir Hilfe. Vielleicht geht das ja. Ja, sehr harter Gegner. Aber man kann sich Spieler dazu holen. Letztens funktioniert. Gerade ein Item benutzt, wo, wenn hier so eine goldene Schrift ist, sind das Spieler, die sich anbieten, einem zu helfen. Ich könnte natürlich jetzt leveln, 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 leveln.
Dann wäre ich viel stärker und dann wird der Gegner natürlich einfacher auf Dauer. Das ist halt das Gute in dieser Open World hier. Aber einfach ist auch nicht immer toll. Denkt man sich so, ich krieg dich. Also vom Schaden her und so ist es eigentlich alles im Rahmen. Es ist ein großer, anstrengender Gegner. Also ich kann guten Schaden machen, der ausreichend ist, und deswegen denke ich mir, das müsste doch machbar sein. Manchmal braucht man halt einfach nochmal Hilfe. Wir mal kurz warten. Hier ein Zeichen erscheint. Guck mal ganz kurz. Toll, wie hieß der Boss nochmal? Astell irgendwas. Ich will mal gerade googeln, aber hilft nichts. Hallo, ist hier irgendjemand, der mir helfen möchte? Das wäre ganz toll. Jetzt gehe ich da nochmal rein. Da ist ein Zeichen. Funktioniert bekannterweise leider nicht so, wie es soll. Der kommt jetzt auch noch. Könnte sich trotzdem schief gehen. Das mit Holländisch, das habe ich mir vorhin schon gedacht, aber super. Merkt man gar nicht, ohne Witz. Scheint der Übersetzer gut zu funktionieren. Mal gucken, ob der mir helfen kann. Das ist jetzt ein normaler Mitspieler, so einer wie du und ich. Krieg das mit denen ab. So, hast du eine Ahnung, Digga? Ich nicht. Gut, der kriegt das mit. Hast du Ausgeburt des Abgrunds, okay. Also. Ich weiß nicht, ob du schreibst. Super, alles super. Verstehen. Oh Gott. Oh, fuck you. Ich höre irgendwie die Schläge, aber ich sehe nicht, dass er ihn irgendwo trifft. Ist überhaupt da? Ach, da ist er. Wow. Ist überhaupt was? Oh Gott. Ist der schon so viel tot oder was? Ist er hin? Oder? Lol. Alles schön. Oh fuck. Was war der? Ich eh aus Maul.
Nein. Nein, 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 nein. Wow. Das war gruselig. Scheiße. Das überlebe ich nicht. Ich treffe den. Meine Ausdauer. Ausdauer, 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 Ausdauer. Nicht. Ich stelle mich gerade total dumm an. Ja. Ich kann auch nicht irgendwie seine Beine fokussieren, sondern immer sein Kopf. Ach komm. Letzte Heilung. Nee, das wird nichts, aber. Nein. Ah, komm schon! Das Problem ist zu erkennen, wann er diesen dämlichen Angriff macht. Was ich nochmal machen kann, ist einen Runenbogen nutzen. Alle Attribute um 5 erhöht. Bis ich sterbe. Ich hätte gern einen Magier, der mit mir kämpft. Das wäre gut. Weil die sind in den Spielen immer ein bisschen OP. Magische Angriffe und dann. Man muss immer bedenken, wenn man Hilfe dabei hatte, haben die Gegner immer ein bisschen mehr Leben als normal. Und das natürlich nicht zu einfach wird. Na, ich habe schon Bogen, aber nee, das bringt nichts. Leider. Dazu müsste ich jetzt wiederum echt Magier sein, mit dem Stab und Zaubern könnte ich machen. Wobei die Gegner dann aber auch, oder der zum Beispiel, hat man ja gesehen, der hat auch scheinbar Fernkampfangriffe, die man nicht verachten darf. Ja, was haben wir hier? Bri. Kannst? Guck nicht. Okay. Die haben wahrscheinlich Fernkampfangriffe, die sind nicht ohne. Wobei ich hatte mir überlegt, wie ich das einmal durchhabe, einmal als Magier zu spielen. Oder aber ich kann auch einmal die Punkte alle resetten, die ich jetzt habe, und mich auf Magier bauen. Könnte ich. Aber ich habe Bock, die so richtig oldschool Nahkampf zu spielen, das hier. Wo ist er denn jetzt? Kommt schon, irgendjemand muss noch sein, oder? Noch mal ganz schnell. Wie ist er denn jetzt? Ja, ist gerade doof, dass natürlich jetzt nichts passiert im Stream. Ist immer ein bisschen doof. So. Das ist der von eben. Nee, das ist mir unangenehm. Zurückreißen ist halt auch keine Idee.
Komm schon. Es hat nach dem letzten Stream auch geklappt, wo ich gegen diese Doppelbosse gekämpft hatte. Stream ausgemacht. Mitspieler gehabt. Geschlagen. Ist immer so. Den Stream schaffe ich die Bosse nicht, mache ich aus, kurz danach, zack, liegen die. Mann, komm schon. Es ist eigentlich ein Singleplayer-Spiel. Ja, es ist ein Singleplayer-Spiel. Du kannst halt hin und wieder mal Leute zu dir rufen. Wie hier. Du kannst auch in andere Welten einfallen und einen Gegner angreifen. Oder ein Spieler. Man kann es halt im System kannst du einstellen, ob du es zulässt, da online. Oder ob du es offline machst, komplett. Also dass keiner zu dir kommen kann. Das hier sind nämlich alles Nachrichten von Spielern. Ich kann auch solche Nachrichten auf dem Boden hinterlassen. Da ist wieder ein Zeichen. Komm schon. Na. Lässt sie nicht herbeirufen, das verstehe ich einfach nicht. Okay, es gibt wohl einen cheesy way hier zu machen. Ich gucke mal ganz kurz was bei YouTube nach. Einmal ganz kurz, ich brauche, manchmal muss man sich einfach so Tipps holen. Ja gut, das ist ein Zauberer, der ist sowieso einfacher. Oh, jetzt habe ich was gefunden. Ich habe nämlich hier was. Ja, ich höre mich selber, das ist natürlich auch geil. Guck mal, das funktioniert. Aber ich brauche dafür 600 LP, um den zu rufen? Okay. Okay, Moment, ich gehe mal was testen. Habe ich wohl so viel Leben dafür? Nein, kann ich nicht. Kannst halt schwer entdecken. Besonders bei so großen Gegnern. Ich weiß ja nicht, ist der Kopf anfällig? Wobei das Schädel ist, der ist ja hart. Oder ist es das hier, diese Kugel, dieser Schwanz, wo man schwer rankommt. Okay, das darf ich nicht machen. Okay, das darf ich nicht. Ausgeburt des Abgrunds heißt er, okay. Warum konnte ich den gerade nicht? Was ist der Ausgeburt des Abgrunds? Guck mal kurz was an.
Okay, bevor ich nochmal was verschwende. Probieren. Ach, jetzt kann ich sie rufen. So, und der mimikt mich. Oder was? Warte mal, ich versuche mal jetzt, was du meintest. Danke. Okay. Macht nichts. Okay, mal die Mimik machen. Die Mimik erreichen. Aber meine Mimik lebt noch oder so. Manchmal ist es nicht vom Vorteil, den Gegner hoch zu lassen, wenn er einen Kamerafokus spielt. So eine andere Taktik. Ja. Mein Kanal gerade zugemacht auf Handy. Yep. Das muss auch eh weg, auf jeden Fall. Dass er wieder auf mich rauf oder über den Kugel springt. Viel zu aggressiv angegangen. Jo. Das wollte ich jetzt nicht. Wie wenig Leben habe ich da hier? Das soll er machen. Damit du rechts. Drei Schläge abhauen. Und dann wieder soll er ankommen. Okay, jetzt kriege ich den Shit weggeblockt. Jetzt teleportiert er sich weg.
Nee, Schatz, ich treffe doch, wo der hier ist. Na komm her. Genau das. Gucken. Sind vor deiner Schnauze, sind natürlich sehr klug. Ich weiß nicht, was er in der zweiten Phase genau macht. Über die Hälfte der Heilung weg ist, das nervt mich ein bisschen. Kann ich nicht rufen. Jetzt komm doch mal wieder her hier. Mehr in Angriff, weil sonst sehe ich gar nichts mehr. Oder ein bisschen mehr an Kunst kommt. Komm schon, mach was. Genau. Okay, dann bin ich dabei. Dein Gesicht. Hallo hier. Okay. Hallo? Nein, das ist kacke. Kannst du es wieder... Kannst du das Video nochmal posten? Hatte nämlich den... ich habe es nämlich gerade nur auf dem Handy aufgehabt, den Stream. Und es war zu. All right.
Hä? Kannst du noch mal posten? Ich habe 6 Mal goldene Saat, ich könnte noch Heilungsflakons haben. Ich Depp. Ich bin so dumm, ey. Keiner, der sich erbarmt. Na gut. Wie gesagt, müsstest du mir das nochmal in den Chat hier posten, falls es funktioniert. Oder auf Twitter. Weil das war bei mir geschlossen. Oder mir wird das nicht mehr angezeigt, ey. Scheiße. Na komm, mach deinen Jump. Das ist in der ersten Phase. Ach lol, ein Kopfkugel. Na komm her. Ups. Das ist der Angriff, der mich im Nacken so fertig macht, okay. Dann sollte ich ihn erkennen. Oder wo rein? Ob ich aufschau, schau mal. Na komm her. Hätte ich jetzt einen Magier angucken, dann wird es echt einfacher. Auf den Schädel, okay. Das ist aber halt schweinegefährlich, weil mit seinen Klauen da vorne und so. Ist schon nicht ohne. Ist aber da ganz schön Respekt vor. Aber gut, meine Taktik war das jetzt auch nicht so erfolgsversprechend. Weil aktuell noch. Okay, da ist das richtig gezwiebelt. Nein. Hast du gut recht gehabt. Hat irgendwas hat ihm da richtig mal wehgetan. Und man kann dann so eine Hitze landen, die einen, die richtig Energie abziehen. Naja, das ist, soll ich die Bosse, die spielen, da ist man gerne mal
schlecht dabei. Zig Versuche dran, die überhaupt zu schaffen. Aber dafür sind die ja bekannt. Oh Gott. Aber aktiv in sein Gesicht will ich nicht rennen. Aber ich versuche es einfach mal. Komm, mal gucken, was passiert. Ich renne in sein Teleport rein. Sehr schön. Das war ja geil. Hey, komm, ich versuche mal was. Bam. Okay. Hat gut wehgetan. Aber ganz schön risky. Und weg. Boah. Der wollte mich schon wieder fressen. Wo ist er denn? Okay. Die anderen hätten nicht sein müssen. Ich glaube, das. Ich konzentriere mich nochmal kurz, auf was ich was sage. Okay, bitte nicht wieder sind. Oh fuck. Zweite Phase. Da sind die Angriffe immer so ein bisschen anders. Auf die Ausdauer achten. Genau das. Der ist jetzt auch anders. Ja. Nein, 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 nein. Du Schlingel, guck dir die Energie an. Das ist der Wicht. Das ist definitiv der Wicht. Ja, also das ist schade, ja, aber du hast mir darauf gebracht, wie man es machen soll. Weil ich bin. Der hatte nicht mehr viel. Eine Heilung von mir zu wenig oder so. Es ist der Kopf, wie du sagst. Der zieht am meisten Schaden an. Aber ist halt auch mit am gefährlichsten, weil er einen da auch richtig böse erwischt. Okay, ist ja gerade nicht so nett. Ja, komm. Fuck. Wenn du beim Teleporter zu nah dran bist, dann kommt er und will dich fressen. Zwei Energiedinger. Ja,
Ohne mich. Ich wollte weiter. Oh, sorry. Nein. Na, voll. Na, komm. Na. Clusterminen oder was? Ist das nicht so gut? Ui, 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 ui. Ja. Ich sollte mehr über die Heilung weg. Nein. Ich bin doch weggerollt. Meine Fresse. Der haut einen, egal wie viel du hast, ob diese Energie darunter. Oder auch ein Tod. Okay, diese Runde wird auf jeden Fall nichts, ich jetzt schon. Letzte Heilung. So. Ja, gut. Jo. Alter, wie viel Energie habe ich denn bitte dann noch? Ich habe dir zu danken. Ohne Witz, du bist mein Retter. Ohne dich wäre ich, glaube ich, nie auf den Kopf gegangen. Aber was habe ich... Was hat ihn denn da so einen Schaden gemacht? Das ist dein Verdienst. Puh. Einmal Kraft. Alter. Es ist für mich ja fast noch so ein schöner Abschluss fast. Das Ding ist, ich muss eine Questreihe hier will ich noch beenden, beziehungsweise das Ding hat ja nicht so richtig Questreihen. Muss man nicht machen, kann man machen. Das eine, die will ich irgendwie gerade machen und das TD ist dazu. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ich weiterführen muss. Oh, mein Akku ist fast alle, das finde ich auch gut. So, den habe ich jetzt besiegt. So. Öffnet sich der Weg zum nächsten Anschlag der Quest, trete in den Aufzug.
Okay. Ach, ich muss da. Da ist ein Auf. Warte mal, da. Da muss ich lang. Okay. Alter, du hast mir echt den Arsch gerettet. Von einer super Freundin, der Freund ist Holländer. Das ist eine coole Socke. Ach, Gott. Da jetzt hin oder was? Muss ich mal kurz checken. Okay, da kommt jetzt ein Drache, den ich ignorieren werde. Oder einmal angreife. Ja, aber ohne deinen Tipp hätte ich das heute nicht geschafft. Ich wäre bestimmt nicht auf die Idee gekommen, den Kopf anzugreifen. Habe ich am Anfang gemeint, dass es mir zu kritisch war wegen. Oh Gott. Ich. Nee, ich ignoriere dich. Ich mache danach. Bevor ich jetzt noch was vergesse. Flaschen hinzufügen. Zack. Ich brauche wieder 4. Die habe ich jetzt nicht. Gut. Jetzt haben wir 11 Flaschen zur Heilung. Super. Dieses Item brauche ich eigentlich nicht im Grunde, weil das hilft nur für, ich sag mal, Mana-Erholung, ne? Magie. Nutze ich nicht. Noch nicht. Kann immer noch umswitchen, aber. Ich muss da gleich in ein Loch unterspringen. Erstmal sammle ich nochmal kurz auf. Super. Zack, zack. Alter, ich will denn noch. Ich will nicht auf Drachen. Ui. Okay. Ach, Renny. Das sollen so Finger sein, die haben irgendwas mit den Fingern da in der Welt. Ja, gegen Drache macht man mit Reittier. Man kann des Öfteren gegen Drachen kämpfen, haben wir auch schon gemacht. Mit Reittier ist das immer sehr gut, immer umkreisen und so. Aber hatte ich gerade echt keinen Bock drauf nach dem Boss eben. Erstmal will ich das hier kurz zu Ende machen, weil ich kriege irgendeine Belohnung, die ich nicht kenne. Wahrscheinlich irgendwas, was ich nicht nutze.
machen. So, it was thee who would become my lord. Perhaps I needn't have warned thee. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. Tada! Oh, 38 Weisheit braucht man dafür. Alter, was ist denn das für ein Vieh? Ich bin auch gleich weg. Ich muss bald offline. Nicht wundern, wenn ich dann offline bin. Mal früh aufstehen, arbeiten und so und was ist denn das? Das ist ein groß. Und löst Frost aus. Krass. Aber jetzt habe ich die Quest erledigt. Hätte noch was erwartet. Ja, und hier raus komme ich nur. Warte mal, hä? Kam ich von unten? Hm. Ach, hier kommen wir wieder raus. Cool. Dann gehe ich doch nochmal zum Drachen. Wenn er denn auftaucht. Scheiß Eiszauber. Na komm.
Schaden ist aber auch schon übel. Keine Muße mehr. Weiter. Oh, was denn? Körper, glaube ich, zerstören, ich auch nicht reinnehmen. Vielleicht nicht mehr vorne. Ja, ich bin viel zu müde dafür. Oh, das ist jetzt cool.
Spiel. Ich wollte doch gar nicht mehr. Hoppala. Verwirrt. Ich kann nur mal Feld betreten. Hier ist der Bomb drin. Versuchen wir noch was. Tück. Jetzt könnte ich nicht mehr verdrehen. Diese Eisattacke ist so ein One-Hit-Ding, das ist kacke. Dann hätte ich wieder Eisattacke, wenn jemand vor mir ist. Oh. Jetzt 120.000 Truhen.
Drachenherz und ein Zauber. Alter. Eine ganze Menge Ruhm. Habe ich ja zwischendurch auch hinbekommen. Aber dass man es dadurch triggert, wusste ich nicht. Stufenaufstieg. Ich will Level 50 haben. Weil ich will das Schwert tragen. Jo. So, ich aber lieber da. Ich verabschiede mich. Ich muss auf jeden Fall offline gehen, muss ins Bett gehen, muss morgen wieder früh aufstehen. Titelmenü. Hab mich aber riesig gefreut, dass du mitgemacht hast. Und hast mir auch richtig weitergeholfen. Das hat mich echt super gefreut. Mein Handy sagt nämlich auch schon, du musst ins Bett. Und wenn ich das Spiel schließe, ist auch der Stream geschlossen. Ist halt bei der PlayStation so. Gute Nacht, lieber Dark. Bleib auf jeden Fall in Kontakt, hoffe ich. Schlaf gut.